Grüezi miteinander und hallo zusammen. Ich begrüße euch wieder zu der billigsten Fußballinformationssendung von der Schweiz, zu Tackling. Und wir sind jetzt nach 2,5 Wochen Pause zurück. Was haben wir für Themen, Michi? Ja, Raffi, auch von mir ein herzliches Willkommen, alle draußen. Unsere Themen heute, der FCL und seine Niederlage in Zürich. Dann thematisieren wir die vermeintliche oder eventuelle Machablösung im Schweizer Fußball. Und am Schluss haben wir noch etwas in eigener Sache. Ja, Raffi, dieser Match in Zürich. Kurz, knapp, deine Meinung dazu? Ja, kurz, knapp. Ich tue jetzt ein bisschen ausholen. Vielleicht hört man es, ich weiß es nicht. Ich bin heute Morgen ein bisschen mit Fieber aufgestanden. Das geht mir momentan nicht ganz so gut. Michi, ich muss dann nachher noch ein Tablet holen. Ich habe gehofft, dass man den Match ein bisschen aufpäppelt, aber ich habe das Gefühl gehabt, die Leute auf dem Platz sind heute gleich zu mehr gesehen wie ich. Nein, es bringt irgendwie heute nichts, ins Detail zu gehen. Ich finde, es ist heute, wenn es jetzt Tabelle 9 gegen Tabelle 10 gewesen wäre, hätte man gesagt, Not gegen Elend hat geshootet. Also, ja, es sind beide Mannschaften ziemlich, ich sage jetzt mal, schwach. Über 90 Minuten gesehen. Der Glücklicher hat quasi gewonnen. Und für mich hat einfach die Szene in der 50. Minute vom Schnäuli, der ihn leider nicht getroffen hat, ist für mich sinnbildlich für den ganzen Match. Ja, das ist eigentlich so meine Meinung, kurz und knapp, mich. Hast du eine andere dazu? Ja, nein, also an dieser Stelle gute Besserung dir schon mal. meine Meinung zum Match, also ähnlich wie du, im Gegensatz zu dir aber bin ich erst nach dem Match ein bisschen verschnupft. Oder was immer noch. Aufgrund einfach, weil ich das Gefühl hatte, ja, das ist jetzt ja, nach einer guten Phase vor der Nazi-Pause ist jetzt doch das wieder so ein bisschen, ja, ein Rückfall in alte Zeiten. Es ist nicht so, dass der FCZ wirklich besser gewesen wäre, wie du gesagt hast, der Glücklicher gewonnen. Und ja, was mir jetzt heute einfach wirklich nach all diesen Matchen wieder gefehlt hat, wirklich zum ersten Mal, das war der unbändige Wille gewesen. Also wirklich noch etwas wollen zu reissen nach dem Rückstand. Klar, in den letzten 5 Minuten wieder ist man ein bisschen angerannt. Elecki hat auch Pech gehabt, muss man auch sagen. Mit dem Kopfball in die Latte, also nicht Kopfball, Schuss aus der Dreieck. Aber ja, sonst ist ja wirklich nicht viel gekommen. Und ja, nun denn, es ist nach 5 Jahren die erste Niederlage wieder gesehen gegen den FCZ auswärts. Wir nehmen es jetzt mal so hin und hoffen, dass die Mannschaft etwas daraus lernt und dann geht das dann auch wieder aufwärts. Oder sehe ich, oder bist du da anderer Meinung, Raffi? Don't worry, another thing. Everything gonna be alright. Das Tablettli wirkt. ja. Wo sind wir? Nein. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht gerade so ernst rüberkomme. Nein. Sagen wir es jetzt einfach so. Ja, eben, man kann die Leistung heute ein bisschen sagen, was wir nicht wollen. Ich wollte jetzt auch nicht den Teufel schon an die Wand malen. Das muss einfach besser gehen, besser kommen. Wie gesagt, die Nazi-Pause, wie du gesagt hast, Michi, die, ich weiß nicht, ob es die gut oder schlecht war. Ich hoffe einfach, sie dürfen jetzt wieder mal die Lust rausziehen. Ja, ja, und ich bin eigentlich schon guter Dinge, dass das, wenn die Verletzten vor allem aus der Abwehr die wieder spielen, dass das auch hinten wieder sicherer ist. Ein kleiner, ja, das ist eigentlich so meine Meinung. Michi, wir haben gesagt, eine Wachablösung, das ist das zweite Thema im Fußball. Es war ja so, dass IB Basel richtig gehend demontiert hat. Und ich gebe es nicht gerne zu, ich gebe es wirklich nicht so gerne zu, aber es ist die Handschrift von Seoane. Oder wie siehst du das? Ja, gut. Er fährt dort weiter, wo er beim FCL aufgehört hat. Definitiv.
Also, das muss man neidlos anerkennen. Ich habe jetzt den Match gegen Basel nicht gesehen von IB, aber 7-1 spricht eine deutliche Sprache. Aber wenn man die IB-Match in der letzten Zeit das ein bisschen geschaut hat, ja, muss man sagen, er zieht sein Ding durch. Oder? Also, klar hat er in Bern bei IB ein gemachtes Nest gehabt, sagt man so schön. Aber er hat dann doch einfach auch seine Linie, die er zu Luzern hatte, weiter durchgezogen in Bern bei IB. Und ja, der Erfolg, ja, ist 1-2 so, wie er im FCL geschafft hat. Gibt ihm alles recht? Darf ich kurz unterbrechen? Weißt du, was mir jetzt eben gerade eingefallen ist? Und das habe ich dir schon in dem Champions League-Spiel gesagt, gegen Manchester United von IB. Für mich sind die das Stärkeverhältnis ungefähr eher so gewesen wie Luzern gegen Olympiakos. Und, aber IB, muss ich sagen, hat in 90 Minuten, die haben zwar 3-0 verloren, aber sie haben 90 Minuten lang gekämpft. Und das habe ich eben zum Beispiel vermisst gegen Olympiakos. Und das meine ich zum Beispiel mit der Handschrift von Seoane. Ja, gar nicht mit dir einig, Raffi, da gar nicht mit dir einig. Ganz klar, gegen ManU, dort der Champions League, klar, sie haben 3-0 verloren. Aber das war eine Leistung, wo man müsste sagen, ja, mit viel Pech in Rückstand geraten oder unverdient sind zu dem Zeitpunkt. Was aber beim FCL eigentlich nie gesehen ist gegen Olympiakos. Da gebe ich dir total recht. Und ja, es ist so, Seoane und IB, das scheint zu passen. Ja, sagen wir es einfach so. Basel wird sicher im nächsten Match eine Reaktion auf die 7-1-Klatsche zeigen. Und jetzt das Gott, huhu, wer ist eigentlich der Gegner? Yeah! Ja, wird spannend. Der FCL hat sich auch zu rehabilitieren für die 0-1-Niederlage in Zürich. Darum ganz spannende Ausgangslage. Und vielleicht setzt die Niederlage, die Klatsche jetzt Basel so sehr unter Druck, dass sie sich verkrampft und dass sie im FCL ein bisschen Karten spielt. Tackling Talk! Ihr seht es da hinter mir aber recht. Unser neues Pilotprojekt startet am 13. Oktober in der Swissport Arena, Mediencenter 1. Das macht uns sehr stolz, dass wir dort sein dürfen. Ihr dürft euch gerne melden. Wir suchen immer noch Leute, die als Gäste bei uns am Tisch hocken. Und ihr dürft natürlich auch als Zuschauer euch anmelden. Es ist natürlich auch noch begrenzter Platz möglich. Mich, hast du dort irgendwelche Billette oder so, die man bestellen kann? Ja genau, es gibt Tickets für das Event, für die Talkrunde. Ihr könnt euch bei uns melden, bleibt auf unserer Webseite respektive Facebook-Seite. Genauere Infos zum Ticket, also ein Verkauf ist es nicht, Tickets sind gratis, aber einfach, ihr braucht ein Ticket zum Reinkommen ins Stadion. Auf unserer Facebook-Seite und auch dann auf unserer Webseite wird das definitiv aufgeführt sein, wie ihr zu diesen Tickets kommt. Wie gesagt, sie sind gratis, aber ihr braucht eines, um ins Stadion zu kommen. Und ich glaube, das ist ein Anlass, don't miss it, weil es wäre eine coole Sache. Gut, wir hoffen, wir sind dabei. Und jetzt, Michi, ich glaube, du hast noch neue News vom FCL in Sachen Wintertransfer schon. Ja, Raffi, ganz brandaktuell ist reingekommen. Und zwar scheint das schon ganz definitiv zu sein. In der Winterpause verpflichtet der FCL einen Engländer. Und wir haben, wie immer, für euch exklusive Bilder dazu. Damit, schönen Abend, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.